Ich bin hier mit Pater Peter Laschang, Herz-Jesu-Missionar aus der Demokratischen Republik Kongo. Du bist seit über 50 Jahren dort und zwar mitten im Herzen von Afrika im abgelegenen Regenwald. Und du bist mit einem besonderen Anliegen hierher gekommen. Du hast von Schulen erzählt in der Region, in der du tätig bist, die ja ganz eigene Herausforderungen haben. Wie kann man sich das vorstellen? Kannst du ein bisschen erzählen? In unserer Kirche ist die Schulbildung jetzt an erster Stelle. Wir wollen vielen Kindern die Möglichkeit geben, die Schule zu besuchen, die jetzt gratis ist, vor allem die Volksschulen. Das sind sechsklassige Schulen, aber die Gebäude sind sehr im schlechten Zustand. Und da habe ich jetzt angesucht, um den Bau, dass die Schulen ein Blechdach bekommen, das stabil ist. Bis jetzt ist es nur aus Blätterdach. Das muss alle 2, 3 Jahre erneuert werden. Das wird morsch und es regnet hinein. Jetzt werden diese beiden Volksschulen renoviert, Tische, Bänke, neues Dach drauf. Wenn die Kinder diese sechsjährige Volksschule fertig gemacht haben, dann wollen ja manche weitergehen in eine fortführende Schule. Jetzt ist die aber mitunter etwas weiter weg. Wie kann man diesen Kindern zur Seite stehen und ihnen helfen? Ich helfe den Kindern, denn die Mittelschule, die sechsklassige Mittelschule, die mit der Matura abschließt, die ist zu bezahlen. Und da müssen die Eltern das Geld bringen. Viele Eltern können sich das nicht leisten, weil die Kinderfamilien sind sehr groß. Es gibt oft 7 Kinder in einer Familie. Und deswegen helfe ich an einigen kinderreichen Familien und unterstütze sie im Schulgeld, damit die Kinder lernen. Und einige gehen sogar auf die Universität. Und da helfe ich auch, Studienbeihilfen zu geben, dank eurer Organisation, sei so frei. So können wir gemeinsam den Schülern und Schülerinnen eine hoffnungsvolle Zukunft schenken. Pater Peter Laschan, Demokratische Republik Kongo und seien Sie frei.